Herzlich willkommen beim GIMP Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr neue GIMP-Bilder erstellen könnt bzw. wie ihr bereits vorhandene Bilder in GIMP öffnet. Geht dazu in das Menü. Ihr findet links oben den Menüpunkt Datei und um nun ein neues Bild zu erstellen, klickt auf Neu. Ihr solltet euch bereits im Vorhinein darüber im Klaren sein, wie groß euer neues Bild denn eigentlich sein soll. Denn diese Werte müsst ihr hier nun in diesem neuen Dialog eingeben. Ich wähle jetzt ein Bild aus, das 800x600 Pixel groß ist. Sollten euch Pixel nicht viel sagen, könnt ihr hier auch Millimeter oder Zentimeter auswählen. Mit den beiden Symbolen hier unten könnt ihr angeben, ob das Bild im Querformat oder im Hochformat vorliegt. Hochformat bedeutet, die Höhe ist größer als die Breite. Querformat bedeutet, die Breite ist länger als die Höhe. Mit dem kleinen Pluszeichen öffnet ihr hier noch zusätzliche Einstellungen. Hier ist vor allem eine Einstellung wichtig, nämlich die sogenannte Füllung. Hier kann ich auswählen, in welcher Farbe der Hintergrund des Bildes dargestellt werden soll. Momentan ist weiß ausgewählt. Ich könnte hier auch auf Transparenz gehen. Das bedeutet, dass der Hintergrund durchsichtig ist. Das Bild ist also quasi wie eine durchsichtige Folie. Ich bleibe hier aber auf weiß. Wenn ich auf OK klicke, erscheint jetzt mein Bild und ich kann es nun bearbeiten. Will ich kein neues Bild erstellen, sondern ein bereits vorhandenes Bild in GIMP öffnen, um es zu verändern, zum Beispiel ein Foto, dann wähle ich ebenfalls den Menüpunkt Datei, gehe aber diesmal auf Öffnen, wähle dort mein gewünschtes Bild aus, klicke auf Öffnen und ich habe es nun in der Mitte des Bildschirms von GIMP zur Verfügung. Hier seht ihr die wunderschöne Stadt Salzburg. In diesem Video habt ihr gelernt, wie ihr neue Bilder in GIMP erstellen könnt bzw. wie ihr bereits vorhandene Bilder in GIMP öffnen könnt, um diese zu bearbeiten.